Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der nordfriesischen Marsch vierfach ohne Gräben. Ich bin wie meine Shorty von der Testerei und wir müssen weitermachen am Schellstoffwerk. Mit dem Papier hatten wir uns abgekämpft. Jetzt sind die Kartons dran. Kartons, ja. Ich glaube nicht, dass wir so viel Karton brauchen, wie wir Papier gebraucht haben. Das werden wir aber sehen. Ich werde erstmal 22 nur aufladen. Also Paletten, Karton. Und dann fahren wir die Stellen ab, wo Karton gebraucht wird und schauen uns das an. 22? Ja doch. Das reicht erstmal. Den Rest lassen wir drin. Ja. Und Kartons brauchen wir als erstes bei der Ölmühle. Da werden wir. Hey. Da haben wir kaum was verbraucht haben. Da haben wir 3000 und bekommen. Ich glaube, Hülleverkauf. Die BGAs waren ja voll. So. Anhänger. Und wir können ja mal gucken. Keiner guckt. Ja, hier wird, sieht man ja, Zahl reduziert sich, hier wird Karton reingeholt ins Lager. Mal gucken, wie lange noch. Ja. Tatsächlich. Es ist ein Kartonbedarf da. Frage ist nur, wie viel. Vorne die Kartons einzeln runter, genau. Dann wollen wir mal schauen. Nee, nicht den ganzen. Ich wollte eine Kartonpalette. Ja, gut. Jetzt ist Karton das Lager voll. Das hätte ich mir auch sparen können. Gut. Bäckerei braucht Kartons, weiß ich nicht. Mal gucken. Hab ich vergessen. Mal gucken. Mit der Kartons. Da immer hier rein. Ich weiß nicht warum. Da immer hier rein. So, kurz rausspringen. Auf die Wand gucken. Butter, Vollmilch, Joghurt, Sahne, Leerpaletten, Kartonpaletten sind fast voll. Fast voll. So. Und Kartonpaletten. Jetzt sind die Kartonpaletten voll. Wasser, Mehl fehlt hier noch. Mehl. Ja, Mehl kommt. Mehl kommt noch. So, die nächsten Kartons werden gebraucht beim Schlachtfeuer. Das geht ruckzuck. Mehr Kartons brauchen wir dann wohl auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Warten wir es ab. Sag niemals nie. Man weiß es ja nicht, ne? So. Wollen wir mal gucken. Vorne sind Leerpaletten. Hinten sind Kartons. So, noch ein Stück vor und rein in den Trigger. Und dann kann man das hier auf der Tafel sehen. Mit den Kartonpaletten sind voll. Na, hier wird schon weiter fleißig gearbeitet, sehe ich gerade. Der Schlachter ist nicht so schnell wie manche andere Produktionen. Als nächstes brauchen wir dann Kartons bei den Hühnern. Hühnerstall. Strohwasser, Mist. Nährpaletten. Wir fahren zum Strohwassertrigger. Der Kartontrigger ist dann nämlich um die Ecke.
So, und dann gucken wir mal in der Zwischenzeit, was die anderen so für einen Unfug treiben. So, die Gülle hier ist leer. Musste die schon ins Klärwerk fahren, weil die BGAs einfach voll sind. Können wir den Rest auch am Klärwerk verkaufen? Und los geht's. Hier die Milch. Das läuft. Noch geht's ins Milch, in die Molkerei. Der Molkerei müssen wir dann die Zutaten abholen für die Bäckerei. Nur bei der Käserei die Produkte bleiben. Lassen wir arbeiten. Hier wird Wasser transportiert. Ja. Kompost angeliefert. Wasser transportiert. Der Kompost ist voll. Eieiei. Dann kommen die sich ja jetzt gleich in die Quere. So, ja. Wenn Kompost voll ist, ne? Wo haben wir denn den besten Kompost? Ne, komm, den fahren wir von Hand. Den Kompost noch eine Plantage weiter. Wollen wir es ja nicht verschwenden. Wollen wir es nicht verschwenden. Den Kompost. So. Dann ja auch den Rest Dünger dann da abgekippt hier. So bekommen wir die dritte Plantage vorbereitet. So. Und raus damit. Ich bin da nicht mit einverstanden. Ich drücke jetzt U und jetzt drücke ich wieder I. Nein. U. Für die Abladeseite. Jetzt U drücken. Hinten. Abkippen. Wunderbar. Das sieht doch normal aus jetzt wieder. Gut. Das war das zu dem Kompost. Dann kann ich den nach Hause schicken. Er kann parken. Sobald der mit dem Wasser. Ja, ich helfe ihm von Hand. Ist besser. Ich helfe ihm von Hand. Hand. Ah, ist auch viel Wasser, was da reinpasst, ne? So, rein. Jetzt. Gut. Und weiter. So, dann sind wir hier bei der Hühner. Mit der Kartonagen. Mal sehen. Und Z. Und wir haben das Schild hier. Die Tafel. Hopp, 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 hopp. Leerpaletten, Kartonpaletten. Alles prima. Mist. Hühner. Eier. Eier ist ja einiges noch drin. Aber das holen wir erst später. Wir arbeiten uns ja vor. Quasi. Dann bringen wir jetzt Kartons zur Molkerei. Nur aufpassen, wo ist der? Ah, der holt Milch, ganz klar. Der holt Milch. Hier hatten wir Papier. Hier ist das mit den Kartons. Und rausschmeißen. Und dann können wir wieder zusehen, wie das Lager sich füllt, denke ich. Und mehr Kartons brauchen wir dann wahrscheinlich bei der Käserei noch. Hatten wir das Lager schon voll? Ich weiß das nicht. Ich meine doch, ne? Mindestens beim Papier alles voll. So, jetzt ist auch bei den Kartons alles voll. Dann können wir jetzt zur Käserei rüber. Aber ist ja nicht weit. Oh, der Lüfter ist schon unterwegs. Der ist schon unterwegs, geht der. So, und hier. Kartons. Und daneben waren die Leerpaletten.
sind hier die Endprodukte, ne? Ja, Käse und Frischkäse. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der Bäckerei. Das kriegen wir noch raus, wenn es soweit ist. So, das war's mit den Kartons. Kartonlager ist voll. Dann gut, dass ich nicht so viel ausgelagert habe. Dann können wir jetzt den Rest der Kartons einfach verkaufen fahren. Ich tippe mal auf. Ja, nicht Baumarkt heißt er ja, ne? OBS, Bretter, Leerpaletten, Papier, Karton, Baumarkt, doch Baumarkt. Siehste. Ja. Und dann fahren wir zum Baumarkt, die restlichen Kartons da abgeben. Okay. Mehl von der Mühle als nächstes für die Bäckerei, die ja da sehr viel von verbraucht oder braucht oder whatever. Das sehen wir dann. Jetzt gucken wir noch mal eben, was die anderen treiben. So, Mühle ist überall abgefahren. Das heißt, ich brauche ich nicht mehr. Ich kann ich wegparken. Ich werde den Pickup einfach hier stehen lassen, ne? Weil wir haben ja hinten noch zwei Plantagen, die wir ans Netzwerk anbinden müssen. Ah, obwohl, das dauert auch wieder. Nee. Das dauert. Das dauert. Wir schicken den Pickup nach Hause. Bis wir da weiter anbinden. Das ist ja erst im nächsten Erntezyklus, wenn die Transportgeschäfte wieder anfangen. Der Mülltransporter ist schon wieder leer. Okay. Das ist in Ordnung. Er holt dann noch mehr Milch von Kuhstall 1 für die Molkerei. Mal davon aus. Irgendwann ist die Molkerei voll. Und dann haben wir auch Milchüberschuss. Vor allem bei zwei Kuhställen, die ordentlich Milch produzieren. Ne? So, läuft auch. Ich habe es gerade gesagt. Okay. Kuhstall 1, die Milch ist leer. Dann Kuhstall 2. Milch abholen. Ist das nächste Ziel. Und weiter. Ja, wie oft waren wir schon hier am Baumarkt, um ja, Papier, Karton, Leerpaletten, ich glaube letzten Wetterpaletten zu verkaufen. So. Das sind aber auch immer nur die Reste, ne? Nächstes müssen wir uns das Mehl holen. Und sonstige Produktion. Mehlkappe. Ach. 6000 Euro. Ihr streikt. Ja. Okay. Dahin. 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 Na? Geht doch. So. Mehl, Mehlfabrik. Nächstes Ziel. Und ja, wir haben ja dann extra das Feld 12 gekauft, auch Roggen angesät, ne? Damit wir einfach mehr in die Mehlfabrik reinkriegen. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Fahren wir da jetzt mal hin. Da kommt er gerade an. Ich nehme ihn mal ab hier. So. Ja, mit dem Mehl. Wollen wir mal schauen. Mehl, Mehlfabrik. Öffnen. Es wird ja nur Mehl produziert. Getreide ist fast raus, ne? Aber. Oh, voll. Voll ist gut. Voll ist immer gut. Produktion stand. Aber Mehl war halt die Fabrik voll. So, jetzt weiß ich nicht.
Nehme ich alles mit, nehme ich nicht alles mit. Ach, das ist immer so eine schwierige Entscheidung, ne? Nein, ich nehme nicht alles mit. Ich nehme für die Bäckerei mal nur... Ach, schade. Nur den Motorwagen voll mit. Und dann gucken wir mal, wie viel er sich davon reintut. Und wenn alles, dann fangen wir nochmal. Ja, kein Thema. Ist ja um die Ecke quasi. So. Wir wissen ja, dass der Bedarf an Mehl groß ist. Ach ja. Ach ja. Ich doof guck. Wir wissen, dass der Bedarf an Mehl groß ist. Und ich komme gleich wieder. Ich will noch mehr. Und der Verbrauch wird dann wahrscheinlich auch ansteigen, wenn wir erstmal alles herstellen. Ne? Wenn dann jetzt noch Obst dazu kommt und die anderen Zutaten aus Molkerei und so, dann würde ich sagen, geht das hier ab. Mehl, Mehl, Mehl. Mehlfabrik. So, Maximum 20 Paletten. Aufladen. Und den einen kriegen wir auch noch. Jawohl. Und jetzt bringen wir den Anhänger in Stellung. Und dann schmeißen wir noch mal Paletten raus. So, 42%, Maximum 20 Paletten. Und zack, ab zur Bäckerei. Das mit 20 Paletten passt ganz gut. Also sehr gut, finde ich. Dass da 20 Paletten ausgelagert werden, ist ideal für den hier. Für den Kleinen. Ah, das Mehl ist nicht runtergefallen. Jetzt. So. UB. Warten, bis das weggearbeitet ist. Z. Vorne auch. So. Dann gucken wir hier. Ach. Du ahnst es nicht, ne? 60%. Da passt Mehl rein, aber frag nicht wie. Aber frag nicht wie. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das wird nicht reichen, um den Laden voll zu kriegen hier. Auch da müssen wir den Rest auch noch holen. Zack. So, jetzt sind wir bei fast 90%. Eine Ladung holen wir noch. Das sollte es dann aber gewesen sein. Gefühlt. So, ich könnte jetzt versuchen abzuschätzen, wie viel Paletten wir brauchen. Ich würde da aber kläglich scheitern. Also hau ich nochmal Maximum 10 Paletten. Die letzten 10 Paletten hau ich nochmal raus. Hier. Und na ja,
Doch geschafft, super. Und dann muss das reichen. Ne? Sonst so beim nächsten Mal halt wieder. Aber wir kommen wohl auch da jetzt so langsam in den Bereich. Ich weiß ja nicht, ob dann, wenn wir auch andere Endprodukte produzieren, wie Kuchenteile und sowas, halt, ne? Dann immer alles Mehl aufgebraucht wird. Ist schwer zu sagen. So. Z. Hau rein. Lass schmecken. Oh, das Lager füllt sich und füllt sich und füllt sich. Der grüne Strich hier, ne? Ja. Und er steigt weiter und habe ich noch? Da ist noch. Sieht so aus, als wenn er jetzt voll wäre. Ist was übergeblieben? Nein, gibt's ja nicht. Eine komplette Produktion Mehl noch mal hier verschlungen. Naja, gut. Belassen wir es dabei. Mehl, die Ölmühle, da gehen wir nicht dran. Palletwerk gehen wir nicht dran. Bäckerei gehen wir nicht dran. Zucker. Zucker war hier, glaube ich, noch voll, ne? Brauchen wir an Zucker auch nicht dran. Nee, Zucker ist voll. Den Schlachter rühren wir nicht an. Das heißt, nächstes Mal sind wir bei den Hühnern. Die Hühner umtransportieren halt. Und oh. Bikowski. Die Hühner transportieren zum Schlachter, aber vorher halt den Stall auffüllen. Und dann noch die Eier. Ja. So ist das. Das machen wir als nächstes. Hühner. Und dann sind wir schon bei der Molkerei und bei der Käserei und müssen gucken, was wir. Ah, komm, Autodrive. Du musst einfach nur. Und dann sind wir schon bei der Molkerei und bei der Käserei und gucken, was wir da umverteilen müssen. So einfach. Okay, ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich war bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.